Hallo und willkommen zurück zu Underrail. Wir sind immer noch in der Power Plant in den Deep Caverns und befinden uns da jetzt im Lüftungsschacht und werden vermutlich jetzt die Absperrung mit den Turrets im Osten übergehen. Und da kommen wir sicherlich jetzt in eine neue Zone. Da haben wir auch noch einen Desk. The console shuts down every time you press a key, any key, with the problem persisting even after several restarts. If you want to use this console, you will have to open the front panel and attempt to fix the problem. Attempt to fix the console. You tried every fix in your vocabulary, but it appears it wasn't enough. The console still shuts down after any key has been pressed. You will have to find another console until you figure out how to repair this one. Na gut, dann. Da werden wir vermutlich sofort von den Turrets zerlegt. Plasma Sentry. Da ist so ein eine Kamera. Oh. Die Industrial Bots, die waren mir zu heavy. Gut, dann gehen wir da rein. Viel mehr Auswahl haben wir ja nicht. Too small, da kommt wahrscheinlich wieder Zeug raus. You think you can hide from me? Da wird's jetzt sehr eisig, glaube ich. Noise detected. Die Turrets sind gemein. Also müssen wir unten dran vorbeilaufen.
Na, das wird auch nicht besser. Na. Zu klein. Okay. Damit stecken. Das hier. Arc Power Station Security Console. Intruder Alert. One Intruder Detected. Security Response Level Maximum. Hacking Temporary Disabled Security Systems. Your hacking attempt was successful. Suddenly, the screen goes blank and green text begins flashing across the screen. Not bad, but now I know where you are. Ha ha ha. Ja, ja, kennen wir. Das Ding ist aus. The damaged roll-up door appears to be stuck halfway closed in a halfway closed position. If you could move the large crate out of the way, you might be able to pass beneath it. Strength, attempt to push the crate away. You place your hands on the crate and give it all you've got, but the only thing you're able to accomplish is push yourself in the opposite direction. It seems like you will have to find a different way around. Ja, es ist wirklich nur sehr temp. Damit sollten wir jetzt 130 hacken können. Machen wir das halt so. Da ist wieder so ein Pumpending. Already known, already known. Plasma Sentry, der weiß nicht so recht, was er tun soll. Den wir wohl erschießen müssen. Hm.
Kommt noch so ein Ding. Oh, okay. Na dann. Solange der Industrial Bot nicht kommt, geht das alles. Damit können wir wieder Power runterfahren. Jetzt muss ich hier erstmal wieder ein paar Sachen loswerden. Das war falsch. Ne, gut springen. 147. Ist quite noisy. With range attacks increased by 35%. Die ist schon ziemlich pervers. Dann tauschen wir die doch aus. Da können wir auch eine 100er reinlegen. So. Müssen aber, glaube ich, noch mehr Zeug los. Na. Ah. Hurricane 137. Noch so ein Toolset. Na. So. Da geht er hin, der letzte normale Lockpick. Nix. Die. Und der nächste. Na gut. Immer noch locked. Vielleicht haben wir jetzt hier eine Möglichkeit, was zu tun.
schaffen. Aha. Die Turrets sind jetzt aus. Ja, und jetzt? Ach, da ist noch eine Tür. Da unten kommen schon die nächsten. Wo ist es? Jo, jetzt? Die Turret scheint auch wieder aktiv zu sein da unten. Plasma Sentry. Vielleicht müssen die beide gleichzeitig aus sein. Au. 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 Na, kann ich einpacken. Sind die Turrets wieder aktiv? Das Ding ist wieder hochgefahren. Ich hab's, glaube ich, noch nicht so wirklich durchschaut. Da unten gibt's noch was. Der bleibt aus. Ist das vielleicht ein Roboter, was das Ding wieder anmacht?
Tatsächlich. Jetzt sind zwar beide aus, aber ich bin mir noch nicht so sicher, was mir das gebracht hat. Nochmal auf die andere Seite. Die eine Tür ist immer noch blockiert. Locked. Ah, da habe ich einmal so ein Ding übersehen. Naja, aber es wäre vermutlich dafür gewesen. Vielleicht wieder in die andere Zone zurück. Hier wüsste ich nicht mehr, was ich noch tun könnte. Mal besser.
Nochmal immer in der anderen Zone. Ich habe hier gerade keine Idee mehr, was man da noch tun könnte. Da haben wir noch eine Tür. Open Gate to Iris Core. Vielleicht kommen wir hier jetzt rein mit dem Janitor Key. Tatsächlich. Ah, Recharge Pad Generator Key. Assembly Control Room Key. Sehr schön. Wo sind sie? Den letzten noch bitte. Die nehmen wir mit. Können wir auch direkt verbrauchen.
So. Das heißt, es geht jetzt wieder zurück. Intruder! Mal, ob wir da reinkommen jetzt. Nö. Dann geht's wieder an den Ventilation Shaft und zurück in die andere Zone. Und dann schauen wir mal, ob wir da durch die Tür kommen. So. Da wieder rein. Quatsch. Sauber. Haben wir wieder so ein Ding gefunden. Dann können wir hinten die Leiter benutzen und schauen, wo wir da hinkommen. Wahrscheinlich jetzt zu dem Raum, wo der Verrückte drin sitzt. Oha.
sehr Lockpick-intensiv. Nochmal muss ich das andere Ding aufsetzen. Dann schauen wir mal in den Raum rein. Die wir den gepickt haben. MK2. Ja, diesmal sehe ich den direkt dank diesen Dingen. Weg. Arsch. Na, das Öffnen der Tür hat noch als Aktion gezählt. Stürmen wir mal den Raum. Ratsch Nummer 1. Das hätte Nummer 2 werden können. Brenne. Da geht's Licht aus. Nix. Nix. Aha. Utility Key.
Das hat sich gerade so angehört, als wenn dann irgendwo mächtig Strom entlang gesaust wäre. Da sollten wir wieder die Gasmaske aufsetzen. Ist nix. Das ist ein seltsamer Sound. Das läuft jetzt aus. Stunt macht aber nichts. Bleibt mir noch diese Tür. Der hat mich aber auch sehr schnell gesehen. Ach, habe ich übersehen. Okay, die chargen sich damit. Interessant. Nochmal. Nummer 1. No, da ist noch einer. Sauber. Verdammt. Da muss ich wahrscheinlich näher am Eingang bleiben, damit ich da gescheit wieder rauslaufen kann.
Das ist ja super dumm. Muss ich halt mehr oder weniger alle gleichzeitig getötet bekommen, sonst wird das nichts. Also den einen kann ich nicht gleichzeitig mit irgendwem töten, weil der außer Line of Sight ist. Vielleicht kann ich von Cold Spider resist 10.000 Schaden. Ja, die beiden gingen noch. Da scheint ja noch einer zu sein. Jetzt sieht die mich. Okay. Toll. Jetzt kann ich mir aussuchen, ob die oder die mich angreifen. Oder ich darf nicht im Stealth rumlaufen, damit habe ich ein bisschen mehr Bewegung. Dafür wird es natürlich dann kompletter. Oder ich mache das mit dem. Mit diesem Pfeil-Dings nur, dann benutze ich meine Bewegung ausschließlich, also meine Aktionspunkte ausschließlich zum Bewegen. Das funktioniert natürlich blendend. Weiß ich jedenfalls, wo ich hinlaufen muss. Jetzt hat die den ersten Zug bekommen. Ich hatte auch nicht gestealth. So. Incendiary. Wuff. Ne, reicht nicht. Eventuell. Ach da. Na. Oder ich werfe eine Granate dahin. Habe ich natürlich gerade keine. Doch, habe ich eine. Es hat auch blendend funktioniert, aber es liegt natürlich daran, dass ich auch so schlecht werfe. Sieht auf jeden Fall nach etwas aus, das funktionieren kann. Oh! Den da unten. Vielleicht kann ich den da oben auch schon angreifen. Den könnte ich von hier eventuell, müssen wir mal ausprobieren, wenn er gleich kommt.
wenn er da wieder vorbeikommen sollte. Nee. Machen wir anders. Machen wir wieder mit der Granate. Das hat eigentlich ganz vielversprechend ausgesehen. Ich muss bloß vorher den Kampf eröffnen, bevor ich werfe. Sonst wird das nichts. Ich kann vorher aber auch noch Fallen legen, um die eventuell da zu stauen. So. Jetzt mache ich mich sichtbar. Wo ist die Granate? Da ist die Granate. Dann Kampferöffnung. Granatenwurf. Ist da kein Stück getroffen? Die muss anscheinend einen treffen, damit die ankommen. Jo, schön, der wird jetzt sicher kommen. Schnipp. Schnipp, schnipp. Na, ah, das falsche Ding noch aufgehabt. Na, vielleicht klappt es auch so. Aber ich wage es zu bezweifeln. Ja, und voll daneben geschossen, ja. Und beim Zurücklaufen, da müsste ich auch noch eins hinlegen, nach vorne. Ja. Granate, Granate, Granate. Da. Und... das da. Sichtbar. Ich kann auch die andere Rüstung wieder anziehen. Damit bin ich auch noch ein bisschen schneller. Jetzt aber. Hätte ich vorher den Kampf eröffnen sollen, habe ich wieder vergessen.
So, ein bisschen beknacktes System. Zurück. Schnipp, schnapp. Schnipp. Vier Stück gefangen. Ich hab doch da... Aber das ist das Falsche. Ich hab noch die andere da drin. Das ist auch bescheuert. Na gut. Okay. Das da reinziehen. Dann Kampf eröffnen. Granate werfen. Laufen. Schnipp, schnapp. Der ist nicht... Ach, die sind zwar gebremst, aber nicht aufgehalten dadurch. Also nicht geroutet. Das ändert die Sache natürlich so ein bisschen. Dann funktioniert das alles nicht mit diesen Fallen. Oder zumindest nicht so direkt. Dann machen wir da noch... Habe ich keine Sprengfallen dabei? Nur die eine? Ja. Na gut, dann mache ich hier erstmal einen Schnitt. Und dann müssen wir das beim nächsten Mal machen. Bis denn!